Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zurück. Hier ist euer Memento Mori. Wir sind mit der Evil Within. Es ist und bleibt spannend. Wo ist unsere Kollegin nur hin? Gott, was kann denn so eine Verwüstung verursachen? Ist das eine U-Bahn, die da aus dem Boden guckt? Ja, aber schau, wie sie liegt. Wenn wir es bis dahin schaffen, könnten wir mit ihrer Hilfe rüberkommen. Konzentrieren wir uns darauf, hier rauszukommen. Concentration. Wir finden hier raus. Und höchstwahrscheinlich finden wir unser Ende. Wenn das Kapitel schon Opfer heißt, dann wird irgendjemand abnippeln. Oh! Okay. Ich denke, das war klug. Vielleicht auch nicht. Hier pfeift irgendwie was, ne? Aber egal. Wir klettern hier jetzt runter. Und hoffen, dass wenigstens, dass wir mal etwas unsere Ruhe haben. Oder nur so leichte Gegner. Leichte Gegner wären jetzt geil, ne? Ah! Riskier das lieber nicht. Warte. Ich glaube, ich sehe einen anderen Weg. Wir treffen uns weiter unten. Oh ja. Riskier es lieber. Das hätte er eh nicht geschafft, ne? Von dem mal abgesehen. So, das Coole ist, bei so Ducksachen oder so kleinen Scheiße. Schächten. Erst Kidman, dann. Oh je. Da ist irgendwo was. Was ist das? Was ist das? Nee, oder? Nicht schon wieder. Ich hasse das Ding. Ohne Scheiß. Einfach nur unnötig. Wo ist er? Wo ist er? Ich höre nicht. Wo ist er denn? Hallo? Kontrollpunkt. Da ist er rein, ins Feuer. So wahnsinnig. Ich traue der Stille hier nicht. Oh. Was ist da draußen? Was ist da draußen? Ja, wenn es nur so kleine sind, das ist wurscht, ne? Die könnte ich eigentlich umholzen. Aber größere? Die sind eventuell ein Problem. Okay, ich probiere einfach leise zu sein. Leise, kennt ihr mich aus den ganzen Stealth-Spielen? Ich spiele ja ziemlich gut Stealth. Und ja, gebe mein Bestes. Da vorne ist er. Ja, herkommen tut er sicher nicht, ne? Okay, der hat eine Maske auf. Vielleicht probiere ich einfach, dass ich ihn so umbringen kann, ne? Mit dem Messer. Der hat auch eine Waffe, ne?
Okay, er geht da wieder rein. Bleibt er drinnen oder geht er wieder raus? Ist das Rubik? Das war Rubik! Zumindest eine Kopie. Oh je, oh je, oh je. Oh je, oh je, oh je. So, jetzt warten wir noch kurz, bis der eine hierher kommt. Ich will nicht irgendwie aufmerksam machen auf mich, dass jetzt dann gleich wieder 10 Gegner auf mich herlaufen, wie ich es normal gewohnt bin. Wir lassen uns kurz etwas Zeit, lassen den kleinen Suppenteller da. Keine Ahnung, das Gesicht ist er sicher nicht, ne? Lass mal einfach herkommen, dann schleichen wir einfach nach und meucheln ihn von hinten. Und ja, die Rubik. Die Rubik-Version, die werden wir dann einfach irgendwie so umbringen. Da drinnen war die Rubik. Der hat irgendwas mit der Säure gemacht. Irgendwas mit der Säure. Ich weiß nicht, ob wir den trauen können. Okay, da drinnen. Einer. Aber ich höre etwas mehr. So, schauen wir mal. Okay. Wo ist denn mein Waffenrad? Hier ist es. So. Na, wo ist er jetzt? Der ist, glaube ich, hier um die Ecke, ne? Hier schleicht er rum. Nein! Was ist mit dem? Was ist mit dem? Wieso steigt er überall rauf? Alter. Okay, das war ein normaler Zombie. Ich dachte, das wäre ein Rubik-Dingsbums. Das hört sich an wie eine Klospülung, ne? So, wo ist der da drinnen jetzt? Alter, hier keucht und fleucht es. Okay, da ein zweiter ist einer. Okay, schauen wir mal hier um die Ecke. Okay, das ist die Säure. Wenn ich da durchgehe, höchstwahrscheinlich brutzel, 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 ne? Brutzel, brutzel, brutzel. Ja, da darf ich nicht durch. So, dann gehen wir hier rein. Der eine, der sah wirklich aus wie Rubik, ne? Da ist einer. Ja, jetzt kommt er rein. Kommt er um die Ecke? Nee. Aber da muss ich aufpassen. Da drinnen läuft auch jemand herum. Der könnte mich sehen. Ja, dreh dich wieder um. Schlaf, mein Kind. Schlaf, mein Kind. So, hier könnte ich, glaube ich, drüber klettern.
Da drinnen ist auch einer, ne? Kommt er raus? Nee. Doch. Okay, er kommt vielleicht nicht raus. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das hat er nicht überlebt. Passiert in den besten Familien. So, der Arme. Ich habe irgendwie... Ja, ich weiß nicht. Der eine Schlechter hier, der... Dem will ich nicht über den Weg laufen, ne? Okay. Hier stand was, ne? Ich tue es lieber entschärfen, weil wenn wir irgendwie davonlaufen sollen, dann laufen wir sicher durch, ne? Und das ist natürlich nicht vom Vorteil. So, hier sind wir reingekommen? Nee. Wir werden jetzt einfach mal hier drüber klettern und schauen, was wir da drüben finden. So. Denn ich glaube, ja, hier ist eine Annäherungsmine. Die versuche ich jetzt mal zu entschärfen. Boah, ich habe immer so Herzklopfen dabei. Ob es das Ding jetzt zerreißt oder nicht. Das ist immer so eine Sache, ne? So, da unten geht's, glaube ich, weiter. Zumindest sieht so aus, als müsste man einfach runterspringen. Aber wir sehen uns oben noch etwas um. Denn hier ist noch irgendwo etwas. Und wir lassen nichts lebendig. Ah, wo bist du? Ah, hier, Mann. Du hässliches Ding, du. Na? Na? Entscheid dich mal. Ist, glaube ich, eh nur mehr einer, ne? Den könnten wir eigentlich gezielt ausschalten. Mit einem Kopfschuss. Oder mit der Schrotflinte. Probieren wir es einfach, oder? So, da war eine Mine. Habt ihr es gehört? Da war eine Mine. Da war eine Mine. So, ist Stacheldraht. Eine Falle von dem einen. Okay. Hier geht's runter, ne? Aber ich weiß nicht, ob es richtig ist. Oh! Ich weiß nicht. Du hast ein Loch im Kopf. Kleiner mieser Bastard. So, hier, das wollten wir noch, ne? Wäre jetzt blöd, wenn ich es nicht schaffe, ne? Oh! Aber ich brauche die Teile zum Herstellen. Oh! Fuck, die habe ich nicht gesehen. Klappt es jetzt nochmal zu? Nee, ist weg. Alter, die habe ich übersehen. Die hätte mir das Leben kosten können. So, ist der Schlüssel runtergefallen, wahrscheinlich, ne? Aber ich glaube nicht, dass ich noch, oder beziehungsweise jetzt schon runter muss. Ich glaube, dass hier noch etwas weiter geht. Ich meine, ich kann schon runterspringen, aber ich glaube nicht, dass es richtig ist. So, diesmal habe ich sogar ein Ding bekommen. Munition gleich nachladen. Nicht, dass wir nochmal den gleichen Fehler machen, ne? Das wollen wir nicht. Wollen wir vermeiden. Okay, jetzt hat's mich erschreckt. So, nehmen wir alles mit. Oh, Kleber.
So, jetzt geht's hier runter. Nee, oder? Oh, Kisten. Kisten. Und jetzt? Kisten. Nein, die kann man nicht kaputt machen. Alter, hier ist überall der Dings gewesen, ne? Weiß nicht so recht. Soll ich da runterspringen? Nee. So, vorsichtig. Oh, Kontrollpunkt. Oh! Komm da vorbei jetzt. Alter, das kommt immer näher, das Geräusch. Kann ich hier durch? Nee. Wäre ja zu schade gewesen. Ich trau der Box da neben mir nicht. Das ist die Box, ne? Jetzt kommt er gleich von hinten. Was ist das? Alter. Alter, hier krimmelt irgendwas herum. Der ist es. Wo ist er? Ist er weitergegangen? Ach, es ist so spannend. So. Ah, okay, was baue ich mir noch? Dieser hier. Hey, hier sind überall so Dinger, ne? Die werden mir höchstwahrscheinlich etwas gefährlich werden. Das haben wir auch in Schlüssel. Ja, wäre blöd gewesen, wenn ich hier reinspringe, ohne Scheiß. Voll in die Falle und so, ne? Hätte er sich so gedacht. Was ist mit dir? Bist du tot? Sieht so aus. Ich glaube, der ist da durchgegangen, ne? Der ist weitergegangen. Und... ja, sieht so aus. Als wären wir hier... also, wir müssen sowieso in die gleiche Richtung. Geil! Da oben liegt auch noch was. Nimm es mit. Ah! Leise wie sollte Schnee. Still und starr ruht der See. Weihnachtlich glänzt der Herr. Alter, wo ist das Ding? Hey, ich trau dem Ganzen hier nicht, ohne Scheiß. So, einmal alles nachladen. Sicherheitshalber. So. Und wie es weitergeht. Seht in der nächsten Folge. Hat mich gefreut, dass ihr zugesehen habt. Euer Memento Mori. Ciao, ciao. Ach ja, einen Daumen nach oben und Kommentar würde mich natürlich sehr freuen. Bye.